Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Coach Mo am Start. Heute will ich mit euch sprechen über das wahnsinnige Comeback von Manny the Pac-Man Pacquiao. Gegen wen wird Manny Pacquiao sein Comeback bestreiten? Um was wird es da gehen? Was ich davon halte, wie ich Manny Pacquiao selber damals als aktiver Fighter gesehen habe, was ich von ihm halte. Alles das erfährt ihr jetzt von mir im Verlauf des Videos. Fangen wir an, über das Alter zu sprechen. Manny Pacquiao ist 45 Jahre alt. Haltet euch fest und lasst euch das auf der Zunge zergehen. Er ist Weltmeister in 7 Gewichtsklassen gewesen. Ja? Und nicht in irgendwelchen Gurkenverbänden, sondern Weltmeister in anerkannten Verbänden. Es war sogar so, dass 2009 Manny Pacquiao vom US-Magazin Time zu den 100 einflussreichsten Personen der Welt gehörte. Aufgrund seiner wirklich brutalen Kämpfe, ja, ich habe selber damals Manny Pacquiao als Aktiver extremst gefeiert und habe mir versucht, wirklich des Öfteren sehr, sehr viel von ihm abzuschauen. Er ist ein unheimlich aggressiver Fighter gewesen. Sein berüchtigtes Stirnband, was er als junger Fighter mal getragen hat, mit No Fear Aufschrift drauf. Und so hat er auch wirklich gekämpft, ohne Angst, ohne Erbarmen. Ja? Er hatte eine Schlagfrequenz, ich habe das wirklich mal tatsächlich damals gezählt gehabt, er hat zwischen 120 und 160 Schläge pro Runde geschlagen, das ist Wahnsinn. Ja? Konnte offensiv, konnte defensiv boxen, ja? Hat im Konter extremst viele Knockouts gelandet. Von seinen 62 Siegen in seinen insgesamt 72 Profikämpfen hat Manny Pacquiao 39 durch Knockout erzielt. Und das in diesen niedrigen Gewichtsklassen. Sein erster Weltmeisterschaftstitel, das müsst ihr euch mal vorstellen, war im Fliegengewicht. Das ist, Leute, wer sich also mit dem Boxen nicht so gut auskennt, das ist nicht von dieser Welt. Ja? Fliegengewicht ist irgendwas mit Anfang 50 Kilo. Ja? Und wird nach Jahren, Jahre später, wird er Weltmeister im Superweltergewicht. Ja? Gegen Antonio Margarito. Und das Superweltergewicht, da habe ich in dieser Gewichtsklasse, in Deutschland sagt man auch Halbmittel, 69,8 Kilo. Also mit 20 Kilo mehr wird er Weltmeister und schlägt an Margarito, der ein Killer war, ein mexikanischer Killer. Unfassbar. Eine lebende Legende. Manny Pacquiao ist ein Verschnitt von Boxern, über den wird man in 100 Jahren noch sprechen. Ja? Das, was er fabriziert hat, Weltmeister in 7 verschiedenen Gewichtsklassen, das hat nie, hört euch das an, das hat bisher noch nie ein Profiboxer geschafft. Ja? Roy Jones, die Ikone, hatten wir gesagt, hatte ich in vergangenen Videos bereits gesagt, er ist Weltmeister in 4 Gewichtsklassen und das ist schon krass, das ist brutal. Aber in 7, da muss das deutsche Vokabular nochmal neu konstruiert werden. Ja? Da braucht man ein neues Wort für. Ja? Mega, absolut, oberkrank. Sowas in die Richtung. Es hat lange gebrodelt in der Gerüchteküche. Er war im Training, ja, schon bereits vor Monaten, dass es ein Comeback geben wird und so weiter und so fort. Das Comeback, es wird zunächst ein Exhibition Fight geben. Im Norden von Tokio nächsten Monat gegen den MMA-Superstar Suzuki. Der Kampf steht auch schon. Es war unklar, ob es sofort zu einem also richtigen, regulären Profiboxkampf kommt oder ein Exhibition-Fight zunächst. Ich finde es gar nicht so verkehrt, dass er sich erstmal reinboxt mit einem Exhibition-Fight. Schließlich hat eine Ringabstinenz von 4 Jahren. Und es ist nicht so, dass, wenn man älter wird, dass Reflexe, Kraft, Power, Ausdauer besser wird. Somit, dass er zunächst einen Exhibition-Fight macht, ne, begrüße ich sehr. So kann er nochmal tatsächlich für sich entscheiden, ob er gegen Mario Barrios um die WBC-Weltmeisterschaft boxen wird im Weltergewicht. Denn Mario Barrios ist Interims-Weltmeister der WBC im Weltergewicht.
31 Jahre, mit nur zwei Niederlagen. Viele von euch kennen ihn mit Sicherheit noch von seinem beherzten Kampf gegen Gervonta Davis. Ja, ein ziemlich ausgeglichener Kampf in der ersten Hälfte. Schlussendlich hatte er in den letzten Minuten vorzeitig verloren, hat aber wirklich zuvor Gervonta Davis enormste Schwierigkeiten bereitet. Ein sehr harter Kämpfer, ein definitiv nicht ungefährlicher Fighter für Manny Pacquiao. Somit wiederhole ich, begrüße ich sehr, dass zuvor ein Exhibition-Fight kommt. Floyd Mayweather hat, glaube ich, allen ehemaligen Profiboxern, Boxrentnern gezeigt, wie man die Kaffeekasse ein bisschen aufbessert, ne? Als Boxrentner und diese Exhibition-Fights, ne? Die durch die ganze Welt aktuell gehen. Warum nicht? Solange es machbar ist, solange es tragbar ist, solange es die Leute entertaint und die Leute heiß drauf sind, ne? Why not? Ein paar Runden, dass man da boxt. Das geht ja noch. Der Spaß hört allerdings auf, wenn ein 45-jähriger ehemaliger Profiboxer das Comeback bestreitet und gegen einen wirklich jungen, austrainierten Fighter in den Ring steigt. Ich hatte so ein paar Boxer in meiner aktiven Zeit, die ich richtig cool fand. Ne? Und ich hatte Schwierigkeiten damit. Bei mir müsste das Gesamtbild stimmen des Boxers, um mich mit ihm identifizieren zu können. Ja? Floyd Mayweather finde ich natürlich super, aber das ist jemand, mit dem konnte ich mich nie identifizieren. Aber Manny Pacquiao, seine bescheidene Art nach außen, ja, der Mann hat kandidiert um die Präsidentschaftswahl in Philippinen. Der ist fast Präsident geworden, so beliebt war er, sehr bescheiden. In seinem Auftreten zumindest keine großen Eskapaden, immer ein Lächeln im Gesicht. Nicht irgendwie mit dicken Goldketten und so weiter. Der Typ ist, ich stehe auf den, auf seine Art und Weise, ein gläubiger Mensch, Familienmensch, der im Ring ein richtiger Krieger war. Ein richtiger Krieger, wie kaum jemand anders. Seine Kombination, sehr, die er geschlagen hat, sehr vielfältig. Ich bin auch ein Athlet, der immer danach gesucht hat, über die Intensität, über die Schlagfrequenz zu boxen, aber das Ganze mit Köpfchen. Und aus dieser hohen Intensität hat er immer wieder brutale Konter gesetzt, auch wenn er Rechtsausleger war. Nichtsdestotrotz habe ich ihn unheimlich gern und sehr, sehr oft angeschaut. Ganz verrückter Typ, ne, im positiven Sinne. Der ist ins Trainingscamp gegangen, ne, und hat so mit 20 Leuten so in einem Haus gepennt, so, ne, mit mehreren Leuten in einem Zimmer. Er ballert sich irgendwie 5000 Kalorien am Tag rein. Der hat gefrühstückt, ich weiß nicht, ne, ein Teller Reis, Hähnchen, Suppe. Der Typ war krass, ne, mit seinen 36 Runden pro Tag. Ja, 16 Runden, 18 Runden gespart. Wahnsinn, Wahnsinn. Allerdings, ich hatte es eben schon angeschnitten, man wird nicht jünger und ich würde gerne Manny Pacquiao so in meinen Erinnerungen beibehalten. Zuletzt 2021, er ist ja unglaublich, er hatte noch mit 40 Jahren Kay Thurman geschlagen und ist dann nochmal WBA-Weltmeister geworden. Ein Jahr später gegen Jordanis Urgas verlor Manny Pacquiao dann einstimmig nach Punkten und da hat man gesehen, es ist nicht der alte Manny Pacquiao. Die Schlagfrequenz ist nicht mehr auf dem Level, wo sie mal war. Der Speed, die Power ist nicht mehr auf dem Level. Und man muss ehrlich zu sich selber sein, wenn dann 4 Jahre vergehen und man 45 ist und lange nicht mehr im Ring stand, bezweifle ich, dass die Leistung besser werden kann. Und dann ging ein Mann wie Barrios. Ich würde mir wünschen, so als wirklich als Box-Fan von Manny Pacquiao, dass er es nicht tut, zumal das Geld, was er verdient hat in seiner aktiven Zeit, glaube ich, für 7 weitere Generationen von Manny Pacquiao reicht. Die sind auch unternehmerisch, die Familie, sehr stark unterwegs. Die Frau hat eine Kaffeekette, eine Modekette. Also die sind in Philippinen auf dem Level mit den Staatschefs. Nicht nur in Philippinen, ich glaube auch insgesamt im asiatischen Raum. Genießen die einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Cooler Typ. Ich bin gespannt, wie er sich verkaufen wird. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Exhibition Fight. Ja, das, glaube ich, wird Manny Pacquiao, da wird er wenig Schwierigkeiten haben. Und ich gehe auch davon aus, dass er den Suzuki knocken wird. Barrios, habe ich Bauchschmerzen. Werden wir sehen. Da sprechen wir nochmal drüber, wenn der Exhibition Fight zu Ende ist.
Leute, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu dem Comeback von Manny Pacquiao? Schreibt es rein in die Kommentare. Ja? Ich begrüße es nicht und hoffe, dass er nach dem Exhibition Fight sagt, Leute, ne, das war's an der Stelle. Ich habe jetzt hier nochmal einen Exhibition Fight gemacht, mache vielleicht noch einen Exhibition Fight. Aber einen jungen, starken Athleten sich daraus zu suchen, nochmal um die Weltmeisterschaft zu boxen, weil unabhängig vom Sportlichen, es ist einfach so mit dem Alter, dieser ganze Druck, der dahinter ist, um eine Weltmeisterschaft. Ne? Manny Pacquiao ist ein Publikumsliebling, der wird große Arenen füllen, ist ein Magnet. Wir schauen sehr gespannt auf den bevorstehenden Exhibition Fight nächsten Monat und sprechen uns auf jeden Fall nochmal in Sachen Manny Pacquiao. Bis dahin, von mir aus alles Gute, bis ganz bald, euer Coach.